Ja, servus zusammen. Mein Name ist Martin Sachsenweger. 7 Tage Schottland liegen hinter mir. 7 Tage Fotoreise Isle of Skye. Ich möchte euch in diesem Video einige Tipps geben und meine Erfahrungen berichten. Also wenn dich das interessiert, Fotoreise Isle of Skye, Hintergrundinfos und Tipps, dann bleib gerne dran. Also willkommen in Schottland. Es ist nämlich so, dass ich mich aktuell hier noch in Schottland befinde, einen Tag vor meiner Abreise. Und darauf könnt ihr euch grundsätzlich schon mal einstellen. Das Wetter macht hier, was es will. Das heißt, man muss mit den Gegebenheiten zurechtkommen und wirklich super flexibel sein. Jetzt gerade sitze ich hier in meiner Unterkunft. Draußen regnet es in Strömen. Es ist wirklich sehr, sehr windig. Und den ersten Tipp kann ich euch auf jeden Fall geben. Nehmt euch geeignete Kleidung mit, weil Schottland ist halt Schottland. Ich möchte euch heute einen kleinen Einblick geben über meine Planung, über meine Route und über Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und ganz wichtig, ich möchte auf eure Fragen eingehen. Ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, mir eure Fragen zu der Reise zu schicken. Und da sind wirklich sehr, sehr viele zusammengekommen und die werde ich heute einmal kurz zusammentragen. Ich fange an mit meiner Reiseplanung. Warum eigentlich Schottland? Warum Isle of Skye? Es ist ja so, ich bin ja begeisterter Landschaftsfotograf und in Bayern habe ich natürlich schon sehr, sehr viel gesehen, in Deutschland generell auch. Aber irgendwann packt es einen dann doch und man möchte vielleicht auch mal was Neues sehen, neue Landschaften kennenlernen. Und im letzten Jahr war ich auf den Lofoten, durfte dort im Winter fotografieren und in diesem Jahr im Sommer stand die Isle of Skye bei mir auf dem Plan. Ein langer Traum, mal nach Schottland zu fahren. Und was gibt es für einen Landschaftsfotografen Schöneres, als auf der Isle of Skye shooten zu dürfen? Da bekomme ich direkt eine Gänsehaut. Ja. Tolle Landschaften, wirklich atemberaubende Aussichten und ein tolles Feeling hier auf der Insel. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Vielleicht grundsätzlich vorab, Schottland gehört zu Great Britain und somit nicht mehr zur EU. Das heißt, ihr braucht für eure Reise auf jeden Fall einen Reisepass. Kein Personalausweis, sondern einen Reisepass. Den solltet ihr auch rechtzeitig beantragen, wenn ihr außerhalb der EU reisen möchtet. In der Regel dauert das 4 bis 6 Wochen, einen Reisepass. Es gibt aber auch eine Speed-Version. Die gibt es dann innerhalb von 5 Werktagen. So war es bei mir jedenfalls. Ebenfalls gehört Schottland natürlich nicht zu den Regionen, wo der Euro akzeptiert wird. Das heißt, hier bezahlt man mit britischem Pfund. Ich muss aber sagen, in der heutigen Zeit, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Cent Bargeld in der Hand gehabt. Man kann ja alles mit Kreditkarte wunderbar bezahlen, egal ob an Tankstelle, ob Parkautomaten oder auch in der Bäckerei meinetwegen. Zu den grundsätzlichen Utensilien, die ich dabei habe, ist natürlich neben meinem Foto-Equipment die geeignete Kleidung. Ich habe hier auf Outdoor-Kleidung gesetzt, wasserabweisende, wasserfeste Kleidung, 2 Paar Schuhe, die auch geeignet sind zum Wandern und Bergsteigen. Ich muss direkt dazu sagen, die 2 habe ich auch locker gebraucht. Hätte ich hier keinen Handtuchwärmer in meiner Unterkunft, dann hätte ich sicherlich mehr wie 2 Paar Schuhe gebraucht, weil die eigentlich an jedem Tag nass geworden sind. Ja? Ansonsten mehrere Outdoor-Hosen, 2 verschiedene Jacken, Windjacken, Fleecejacken. Ich habe sogar eine Mütze, die habe ich tatsächlich auch schon gebraucht, obwohl wir uns hier im Sommer befinden. Die Temperaturen sind hier in meiner Zeit zwischen 13 und 20 Grad gelegen, außer beim Old Man of Store. Da waren es tatsächlich nur 7 Grad, wo ich da hochgewandert bin. Also es war schon recht frisch, muss man dazu sagen, obwohl wir uns hier im Hochsommer befinden. Ne? Wer möchte, kann natürlich auch eine Badehose einpacken. Hier gibt es wirklich coole Strände, die ich hier während meines Aufenthaltes kennengelernt habe. Also ich glaube, wenn man eine Badehose dabei hat, dann kann man die auch durchaus nutzen. Ich möchte natürlich grundsätzlich sagen, es handelt sich bei meiner Reise hier auf der Isle of Skye um eine reine Fotoreise. Das heißt, ich habe hier keine Museen besichtigt. Hier ging es tatsächlich ausschließlich um die Fotografie. Zu
der Anreise. Wenn ihr nicht mit dem Auto die lange Reise auf euch nehmen möchtet, dann bieten sich natürlich Flugverbindungen an. Von München aus bin ich gestartet, gab es keine Direktverbindung zum Flughafen Inverness. Das ist der nächstgelegene Flughafen zur Isle of Skye. Deshalb musste ich einen Flug auswählen mit Umsteigemöglichkeit. Und dort gibt es zwei verschiedene Verbindungen. Einmal über Amsterdam mit KLM oder mit der British Airways über London. Beide waren preislich etwa im gleichen Rahmen bei ca. 300 Euro Hin- und Rückflug inklusive Gepäck. Allerdings waren die Flugzeiten bei KLM deutlich besser. Insgesamt 5 Stunden Anreisezeit und somit habe ich mich für KLM entschieden. Von Frankfurt aus habe ich zum Beispiel geschaut, gibt es auch keine Direktverbindung nach Inverness, nur nach Glasgow. Und Glasgow ist nochmal circa doppelt so weit weg wie von Inverness. Also man fährt mit dem Auto, mit dem Mietwagen von Inverness auf die Isle of Skye circa 3 Stunden. Von Glasgow sind es circa 5 bis 5,5 Stunden Autofahrt oder die Fähre. Also von München nach Inverness, umsteigen in Amsterdam, Gepäck durfte ich mitnehmen, 23 Kilo Koffer plus Handgepäck. In meinem Handgepäck hatte ich meinen kompletten Rucksack, Fotorucksack mit dem Großteil meines Equipments. Mein Equipment auf dieser Reise, was mich begleitet, sind zwei Kameras, einmal die EOS R5 und die EOS R und drei verschiedene Objektive. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv dabei, 15 bis 35 mm. Ein 24 bis 105 mm und ein Telezoom-Objektiv 100 bis 400 mm, wobei ich gleich sagen kann, das habe ich nicht so oft gebraucht, weil die meisten Motive ja einfach eher Weitwinkelmotive sind. Also wenn ihr da drauf verzichten könnt oder wollt, bei dem Gepäck könnt ihr auf jeden Fall bei einem Telezoom sparen. Zwei Stative habe ich mitgenommen. In meinem Aufgabegepäck habe ein Filter-Set mitgenommen, mein Case Armour-System und meine Drohne. Das war eigentlich grundsätzlich mein Equipment, was ich an Fotoausrüstung hier mit dabei habe. Ja, Fun Fact, mein Koffer, mein Aufgabegepäck hat es leider aufgrund von einer Verspätung nicht geschafft. Der ist in Amsterdam hängen geblieben und ich bin somit hier den ersten Tag auf der Isle of Skye ohne Gepäck geblieben. Muss aber sagen, das hat relativ gut funktioniert bei KLM. Nachdem ich meinen Antrag auf vermisstes Gepäck gestellt habe, wurde mir das Gepäck innerhalb von 24 Stunden hier in meine Unterkunft, 3 Stunden entfernt vom Flughafen, geliefert. Also es hat problemlos geklappt. Vom Flughafen Inverness bis hier auf die Insel sind es ca. 3 Stunden Autofahrt, wie gesagt. Da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, Auto oder Leihwagen. Ich habe mich dazu entschlossen, bei billigermietwagen.de einen Mietwagen zu buchen. Das wurde dann abgewickelt hier auf der Insel über Europcar. Ich habe darauf geachtet, dass ich einen Unterbodenschutz habe, einen Reifenschutz und einen Glasschutz und eine geringe Selbstbeteiligung bei Schaden, das heißt also eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung. Zu den Kosten: dieser Mittelklassewagen hat mich jetzt für 7 Tage Anmietung inklusive aller Kilometer ca. 500 Euro gekostet. Ein paar Tipps hier zum Reisen auf der Isle of Skye: es herrscht natürlich Linksverkehr, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ihr sitzt auf der rechten Seite und so wie ich habe eine Gangschaltung im Auto und man schaltet somit auch mit der linken Hand und das ist gerade am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es nach einer Woche ehrlich gesagt immer noch nicht hinbekommen, auf die richtige Seite einzusteigen. Also automatisch laufe ich zur falschen Tür und merke, hey, das Lenkrad ist auf der anderen Seite. Ich kann euch noch die Tipps geben, habt immer einen vollen Tank. Hier gibt es nicht allzu viele Tankstellen auf der Insel und dadurch, dass die Strecken doch relativ hoch oder groß sind, würde ich euch empfehlen, wenn ihr an der Tankstelle vorbeikommt, tankt auf jeden Fall immer voll, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Zu meiner Unterkunft hier auf der Insel: ich habe mich für ein Tiny Doppelhaushälfte entschieden, also eine kleine Doppelhaushälfte, wo ich wirklich meinen Space habe, wo ich mich auch ausbreiten kann mit einer kleinen Küche, mit einer Kochmöglichkeit.
Das ist mir ehrlich gesagt auch immer sehr wichtig bei der Auswahl meiner Unterkünfte. Ich möchte mir selber was zubereiten können. Ich möchte Platz haben für Bildbearbeitung und Schreibtisch beispielsweise. Und ich möchte auch direkt vom Haus parken oder vor der Unterkunft. Und das ist bei Hotels in der Regel nicht möglich. Deswegen, ich habe Wert drauf gelegt, für die Tage oder für die Zeiten, wo vielleicht auch mal nicht so gutes Wetter ist, dass ich es gemütlich habe, dass ich einen schönen Bereich habe, wo ich arbeiten und mich auch entspannen kann. Ja, bei der Planung meiner Unterkunft habe ich natürlich auch auf die geografische Lage geachtet und auch auf die Entfernungen zu den einzelnen Fotospots, die ich mir im Vorhinein rausgesucht habe. Meine Unterkunft liegt in der Nähe von Dunvegan, das ist im Norden der Insel, sehr, sehr weit im Norden. Rückblickend betrachtet muss ich sagen, ist es nicht ganz der optimale Standort gewesen. Warum, erzähle ich euch gleich noch. Ich habe mich also jetzt für Dunvegan entschieden, aufgrund der Nähe zu Neist Point Lighthouse. Ich habe mir ehrlich gesagt vorher vorgestellt, dort werde ich sehr, sehr oft fotografieren, vielleicht auch mehrmals hinfahren müssen, um abends einen schönen Sonnenuntergang hinzubekommen. War in dieser Woche nicht notwendig, weil ich direkt am ersten Abend schon sehr, sehr gutes Glück hatte. Die Spots hier auf der Insel sind sehr, sehr weit verstreut. Man darf die Entfernungen hier auf der Isle of Skye nicht unterschätzen. Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Aufwand und wirklich viel Fahrerei, wenn man alle Spots, die man sich vorher ausgesucht hat, innerhalb von einer Woche bei perfekten Bedingungen erreichen möchte. Kann ich vielleicht schon mal vorab sagen, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn die Bedingungen nicht mitspielen. Die Entfernungen hier sind relativ groß, also man fährt von diesem Standort hier roundabout 30, 40 Meilen one way zu einem Spot. Also wir sprechen über 50, 60 Kilometer Anreise. Wir sprechen also über die Spots The Old Man of Store, Phi Rang, Loch Fada. Das sind alles Spots, die alle an der Ostküste zum Sonnenaufgang sehr, sehr gut passen. Und da fahre ich von hier aus circa eine Stunde. Etwas mittiger der Insel, also wenn man sich zum Beispiel die Fairy Pools anschauen möchte oder Talisker Bay, die sind alle so 45 Minuten Autofahrt von hier aus recht gut erreichbar. Im Nachhinein, sollte ich nochmal hier auf die Isle of Skye kommen, werde ich vermutlich meine Unterkunft eher in der Region Portree, das ist sozusagen der Hauptort hier der Insel, suchen, weil dieser einfach geografisch und strategisch etwas besser liegt. Man ist innerhalb von 20, 25 Minuten an den Hauptspots zum Sonnenaufgang. Dafür hat man allerdings am Abend eine etwas weitere Fahrt, zum Beispiel zu Neist Point Lighthouse, was sich aber dann auch verkraften lässt. Jetzt im Hochsommer sind die Tageszeiten natürlich abnormal. Das heißt, Sonnenuntergang ist momentan 22.30 Uhr, Sonnenaufgang 4.30 Uhr. Ihr könnt euch vorstellen, dass man meistens nicht vor 0 Uhr wieder zu Hause ist, sollte man den Sonnenuntergang mitnehmen. Ja, und man muss schon wieder um 3 Uhr losfahren, wenn man den Sonnenaufgang rechtzeitig erreichen möchte. Also das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Mammutaufgabe hier. Die Kosten für meine Unterkunft, sprich für mein kleines Häuschen, liegen bei ca. 1.100 Euro für die Woche. Wie gesagt, es geht sicherlich günstiger, wenn man auf ein Hotel oder auf ein Hostel zum Beispiel aussetzt. Aber unter den von mir genannten Umständen war das für mich die beste Alternative. Supermärkte gibt es zwei große hier auf der Insel, also diese Coop-Ketten. Natürlich auch im Hauptort Portree einer zu finden. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele kleinere Läden, so Versorgungsläden in größeren Ortschaften, die mit dem Nötigsten auch ausgestattet sind. Dort gibt es dann auch die fertigen Brötchen oder auch mal einen Orangensaft oder ein Bier für den Abend. Ja, zu der Frequentierung hier während dieser Reisezeit. Ende Juni war ich jetzt unterwegs und ich muss sagen, es ist nicht so voll gewesen, wie ich es erwartet hätte. An den stark frequentierten Spots, das sind auch die, wo die Parkgebühren erhoben werden, dort ist natürlich schon etwas los. Reisegruppen, Busse, gerade auch asiatische Gruppen, sehr, sehr viele unterwegs. Aber an allen anderen Spots, vor allem die Strände oder die Aussichtspunkte, war wirklich nicht viel los. Also sehr, sehr einsam, kann ich sagen. Auch an den Topspots, Phi Rang, Old Man of Store, Neist Point Lighthouse, war ich zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang alleine. Kein anderer Fotograf, nur ich und die Landschaft.
Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. So, ja, dann kommen wir eigentlich schon zu euren Fragen, die ihr mir gestellt habt. Vieles deckt sich natürlich auch mit dem, was ich jetzt im Vorfeld schon gesagt habe. Viele haben natürlich nach der Unterkunft gefragt, wonach ich da geplant habe, warum ich welche Unterkunft gewählt habe. Habe ich ja auch schon was dazu gesagt. Ganz oft wurde ich gefragt nach der Kostenplanung, also was kostet so eine Reise. Das kann man ganz einfach überschlagen. 300 Euro für den Flug, 500 Euro für den Mietwagen, 1000 Euro für die Unterkunft oder 1100 Euro. Da sind wir bei ca. 1900 Euro angekommen. Hier vor Ort braucht man sicherlich auch noch den ein oder anderen Euro oder Pfund. Das heißt, natürlich geht ein bisschen was fürs Tanken drauf. 200 Euro würde ich rechnen. Und für Lebensmittel, wenn man abends essen gehen möchte, wird es natürlich etwas teurer, wie als wenn man hier sich zu Hause eine Kleinigkeit zubereitet. Also roundabout kann man überschlagen. Man kommt ab 2000 Euro hin, kann das Ganze sicherlich auch auf 2500 Euro hochschrauben. Ich möchte dazu sagen, ich reise alleine. Das heißt also, solltet ihr zum Beispiel zu zweit reisen und euch die Kosten für eine Unterkunft und einen Mietwagen teilen, ist das natürlich deutlich günstiger. Jemand hat nach den Highlights und nach den Lowlights meiner Reise gefragt. Ganz interessante Frage, muss ich sagen. Und ich kann euch sagen, ich habe mir Gedanken über das Highlight meiner Reise gemacht und es sind wirklich mehrere. Es war am ersten Abend der erste Ausblick von den Klippen, Neist Point Lighthouse. Unglaublicher Abend, ganz ehrlich, hat mich wirklich geflasht. Der Blick im Kirangebirge auf die wunderschönen Landschaften hat mich unglaublich geflasht. Der zweite Morgen war unglaublich am Loch Fada, der Sonnenaufgang, unglaubliche Farben am Himmel. Ich bin aus dem Freudentänzchen nicht mehr rausgekommen. Und man muss sagen, vielleicht der epischste und beeindruckendste Morgen, weil er einfach auch hart erkämpft war, war The Old Man of Storr, der Ausblick zum Sonnenaufgang. Es hat geregnet, den ganzen Aufstieg geregnet. Ich war nass, es war windig. Und ich bin wirklich sehr, sehr früh losgegangen, um oben nichts zu verpassen. Stand alleine dort oben auf der Plattform. Und es war alles grau in grau. Und kurz danach ging ein kleiner Spalt am Horizont auf. Die Sonne kam durch und es entstand genau das Bild, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also wenn man es rückblickend betrachten möchte, war sicherlich Old Man of Storr mein absolutes Highlight. Hatte aber sehr, sehr viele Highlights auf dieser Reise. Ja, wenn ich einen Lowlight nennen soll, dann ist das sicherlich die Old Bridge of Sligachan oder Sligachan. Das ist eine Brücke, die sehr, sehr bekannt ist. Eine alte Brücke, die auch sehr, sehr fotogen ist. Aber meiner Meinung nach etwas überhyped wird. Also vielleicht lag es auch einfach an dem Wetter. An dem Tag, wo ich dort war, hat es wirklich stark geregnet. Vielleicht lag es einfach auch daran. Aber wenn ich einen Lowlight nennen müsste, dann wäre es sicherlich diese alte Brücke. Flugverbindungen habe ich schon etwas zu erzählt. Welches Equipment dabei habe ich auch erzählt. Beste Zeit an Fotospots. Ja, das kommt immer darauf an, was du bereit bist zu geben und vor allem auch, was du fotografieren möchtest. Die beste Zeit an einem Fotospot ist natürlich immer entweder der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang. Natürlich kann man viel mehr Spots besuchen, wenn man auch mittags unterwegs ist zum Fotografieren. Aber wenn man, so wie ich, auf das perfekte Foto setzt und den Anspruch hat, das Bild in bestmöglichem Licht zu fotografieren oder das Motiv im bestmöglichen Bild zu fotografieren, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als morgens früh aufzustehen und abends spät ins Bett zu gehen. Was ihr dazwischen mit dem Tag macht, das ist natürlich euch selbst überlassen. Ihr könnt auch andere Dinge während des Tages besuchen oder mitmachen. Aber wenn ihr das perfekte Bild mit nach Hause nehmen wollt, dann müsst ihr einfach früh aufstehen. So, einer hat gefragt, wie es mit Drohnefliegen aussieht. Auch ein interessantes Thema. Also grundsätzlich ist Drohnefliegen hier in Schottland erlaubt. Ihr müsst euch bei der Flugsicherheit, bei der irischen Flugsicherheit registrieren. Ich kann den Link gerne auch mal in die Beschreibung setzen. Dort müsst ihr euch registrieren, die Drohne registrieren und einen kurzen Theorietest absolvieren. Das sind 40 Multiple-Choice-Fragen, von denen 30 richtig beantwortet werden müssen und schon bekommt ihr euren Schein. Dann hat mich noch jemand nach dem besten Whisky hier auf der Insel gefragt. Da bin ich leider raus.
Ich trinke keinen Whisky, ich trinke lieber Bier. Überlaufene Spots möchte noch jemand wissen. Also wie gesagt, ich hatte keinen Spot, der richtig überlaufen ist. Allerdings war ich auch zu den Tageszeiten unterwegs, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass viele Menschen an dem Ort sind. Campingplätze war für einige interessant. Dadurch, dass ich natürlich nicht mit dem Camper unterwegs bin, habe ich nicht allzu viele Informationen dazu. Allerdings kann ich sagen, dass am Straßenrand und auf vielen, vielen Parkplätzen Camper unterwegs waren, auch mit Zelten. Scheint also kein großes Problem zu sein, hier auch im Freien, unter freiem Himmel campen zu können oder zu dürfen. Habe aber auch viele Campingplätze gesehen. Also das sollte kein großes Problem sein hier, wenn ihr mit dem Camper oder auch mit dem Zelt unterwegs seid. Dort, wo man nicht zelten darf oder auch nicht mit dem Camper über Nacht stehen darf, ist das deutlich ausgeschildert. Astrofotografie, auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe meine Astroklarfilter alle mitgenommen, weil ich auch davon ausgegangen bin, Mensch, vielleicht kannst du mal die Milchstraße oder vielleicht auch mal ein Lighthouse mit Sternenhimmel fotografieren. Aber in der Woche, wo ich hier war, war es jetzt so, dass es in keiner einzigen Nacht die Möglichkeit gab, Sterne zu fotografieren. Es war stets bewölkt, sehr windig und es gab also, wie gesagt, keine Möglichkeit, hier Sterne oder gar die Milchstraße zu fotografieren. Der Milchstraßenkalender hat mir sowieso angezeigt, dass hier in dieser Region die Milchstraße gar nicht zu sehen ist. Ja, zur letzten Frage, Schlafmangel. Ich möchte ehrlich gesagt nicht zu sehr auf den Schlafmangel eingehen. Ja, er ist vorhanden. Die Nächte waren sehr kurz, aber es hat sich zu jeder Zeit gelohnt. Ich möchte mich bedanken, dass du bei diesem Video dabei warst, dass du zugeschaut hast, dass du Interesse gezeigt hast. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Solltest du vielleicht weitere Informationen zu Schottland oder der Isle of Skye haben? Solltest du weitere Informationen haben, teilt das gerne auch in den Kommentaren. Ich finde das schön, wenn ihr euch auch untereinander austauscht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sowieso über das Feedback und bitte auch den Daumen nach oben, sollte euch das interessiert und gefallen haben. Leute, das war's von mir hier von der Isle of Skye. Ich sage herzlichen Dank. Passt alle auf euch auf. Goodbye. God bless you. Macht's gut. Ciao, ciao.